schwer kranke Covid-Patienten sind maximal pflegeaufwendig. Sie brauchen eigentlich 1:1-Betreuung. Um einen beatmeten, schwer kranken Patienten in Bauchlage zu bringen, wie es oft therapeutisch angezeigt ist, braucht es 4 Fachkräfte. So verschärft sich nochmals der Pflegemangel und die, die noch da sind, sind ausgelaugt und erschöpft. Als ich noch nicht so müde und erschöpft war, habe ich manchmal im Internet mit sogenannten selbsternannten Querdenkern diskutiert. Die haben immer gerne geschrieben, es sei weit und breit keine Pandemie zu sehen. Sie selber kennen schließlich niemanden mit Corona. Ich aber kenne so viele, ich würde gerne weniger kennen. Kein Verschwörungsgefasel und Erleuchtungsgetue. Einfach Empathie, Solidarität und ein wirksamer Shutdown, damit nicht mehr so elend viel gelitten und gestorben wird, bis dann endlich genug Menschen geimpft und geschützt sind. Ja, zusammen mit der Covid-19-Pandemie verbreiten sich haarsträubende und gefährliche Verschwörungsfantasien. Menschen fabulieren von Geheimplänen bösartiger Milliardäre, die ihnen Mikrochips einpflanzen wollen, und von einer Merkel-Diktatur, die in deren Auftrag handelt. Der Glaube, sie seien bösartigen, gierigen und unvorstellbar mächtigen, dunklen Kräften ausgeliefert, sitzt in ihnen ebenso tief wie die Überzeugung, sie selbst befänden sich im legitimen Widerstand dagegen. Immer häufiger äußert sich auch offener Antisemitismus, der den Juden unterstellt, die eigentlichen Drahtzieher des Bösen zu sein. Leider lässt sich nicht sagen, dass das, was wir gegenwärtig auf den Demonstrationen der angeblichen Querdenker erleben, mit dem Rest der Gesellschaft nichts zu tun hätte. Denn spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 glauben sehr viele Menschen, dass die da oben an allem schuld sind. Gesellschaftskritik wird mit Wut auf gierige Milliardäre, Lügenpack und Lügenpresse verwechselt. Das funktioniert in rechten, linken und alternativen Milieus, genauso wie in der vermeintlich guten Mitte der Gesellschaft. Dabei gäbe es in der Corona-Krise sehr gute Gründe für vernünftige Kritik. Denn diese Krise ist nur zum kleinen Teil ein Naturereignis. In erster Linie ist sie die hausgemachte Folge einer Wirtschaftsweise, die ohne ewiges Wachstum und maximalen Profit umgehend ins Taumeln gerät. Nicht wegen des Virus, sondern wegen dieser Wirtschaft sterben massenweise Menschen in Anführungszeichen nicht zahlungsfähigen Weltregionen, die keinen Impfstoff erhalten, fallen weltweit Millionen in Armut und Hunger. Corona-Rebellen, sie nennen sich Querdenker, auf die Straßen und gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zu protestieren. Stuttgart wurde schnell zum Hotspot dieser Bewegung. Und die extreme Rechte versuchte offensiv und erfolgreich, sich an die Spitze der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu setzen. Verwunderlich ist das nicht. Bieten die konformistischen Corona-Rebellen den Rechtsextremen nicht nur von Anbeginn an Platz, sondern auch eine Vielzahl an ideologischen Anknüpfungspunkten. Von antisemitischen Verschwörungsideologien bis hin zu sozialdarwinistischen Stärkediskursen. Was sich als freiheitsliebender, alternativer Protest gibt, der sich kritisch am Corona-Management abarbeitet, ist in Wirklichkeit eine äußerst dynamische und bizarre Welle rechter Straßenmobilisierung. Mit Kritik haben diese selbsternannten Querdenker jedoch nicht im Entferntesten etwas zu tun.
schon eher aber mit autoritärer Rebellion.